Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir mal wieder zurück mit Poketalk, also quasi unsere vierte Folge. Und heute geht es um die neuen Editionen, Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Und zwar das Thema, was wir heute behandeln werden, was sind unsere Top-Wünsche? Ich hatte mich mit Andi getroffen vor einigen Wochen. Ja, es ist einige Woche. Ja gut, es waren schon vor zweieinhalb Monaten. Und wir hatten uns unterhalten und einfach mal so, wir waren ziemlich derselben Meinung, was es angeht. Ein, zwei Sachen waren anders und wir haben einfach mal unsere Top 5 Wünsche für die neuen Games für euch zusammengefasst. Und damit wäre so der fünfte Punkt, der, ich sage jetzt einfach mal, für uns nicht der wichtigste, aber auch sehr wichtiger Punkt ist. Und zwar, das ist sowas wie bei Pokémon Heart Gold und Soul Silver gab es diese Poké-Alolan-Hallen. Also ich finde so ein, ja, mal wieder so ein richtig geiles Minispiel, wo man vielleicht gute Items, Entwicklung-Items, irgendwas wieder mitten im Game gewinnen kann, so ab dem zweiten, dritten Ohren oder vierten Ohren, dass man dann Pokémon, die man vorher kriegt, beispielsweise wenn man ein Togepi oder so kriegt, dass man sich ein Togekiss machen kann, solche Dinge halt, dass man das irgendwie mit einbaut. Gerade, ich sag mal, wenn die Welt ist ja England und ich sag mal, gerade in England so mit den ganzen Stadien, Fußball und so, ne, Mutterland des Fußballs, da kann man noch das ein oder andere mit einfügen. Dann an Platz Nummer 4 bei uns stehen neue Mega-Entwicklungen oder alternative Entwicklungsformen. Sprich, Mega-Entwicklungen, ich sag mal, es gibt ja einige, aber einige, die vielleicht nicht so stark sind. Ich sag mal, Libeldra, das ist im Prinzip der schwache Knackrack. Da wäre es doch ganz cool, einfach eine Mega-Entwicklung zu erfinden. Die Alola-Form, gut, das war ja immer, weil die Arten sich der Umgebung angepasst haben. Wäre doch mal ganz cool, nicht die Alola-Form zu nehmen und auch keine Europa. Das ist ja quasi, England ist Europa und es gab ja schon mal ein Spiel in Frankreich, deswegen wäre es eigentlich unlogisch, da jetzt andere Formen einzufügen. Wie wäre es denn mit alternativen Entwicklungen? Beispielsweise, man kommt jetzt gerade in der Eiswelt und gerade bei neuen Pokémon beispielsweise, dann kann sich ein Pokémon auf der letzten Stufe entweder, ich sag mal, zum, es ist jetzt als Beispiel Normal-Pokémon, in der Eiswelt wird es dann zum Eis-Pokémon. Oder wenn man jetzt gerade am Vulkan kämpft, kann es vielleicht zum Feuer-Pokémon werden. Dass man einfach eine Möglichkeit hat, die letzte Entwicklungsstufe bedingt, je nachdem, wo es man zum gewissen Level halt trainiert, dass es sich dann halt anders entwickeln kann. Das wäre doch einfach mal eine coole Sache. Hat man ja bei den Evolis, bei Fulipurba und Glaziola auch so gemacht. Sprich, beim Eisstein bzw. bei den übermoosten Felsen. Dann auf Punkt, also Platz Nummer 3, ein starkes Team, also ein starkes gegnerisches Team. Das heißt einfach so viel wie, früher war Team Rocket in den ersten Spielen, die waren ja relativ gut und es steckt ein Hintergrund dahinter. Und Team Magma, Team Aqua waren auch noch cool. Dann wurde es aber irgendwie immer schlechter, dann kam im Prinzip Team Galactic, naja, war noch okay, weil die Hintergrundstory mit dem Raum und Zeit, das war noch ganz gut. Dann ging es ja weiter, Plasma, da war es halt mit N und Jesus, die waren halt, das war noch okay. Und wie gesagt, ab XY wurde es dann eigentlich sehr, relativ schlecht, und also mit Team Flair und danach mit dem Team, naja, lachhaft sage ich immer, Team Skull, also mit dem komischen, ey Alter, wie geht's, ey Keule. Weiß ich nicht. Irgendwie, ja, okay, kann man so aufbauen, aber irgendwie, die waren so schwach. Da fehlte so generell die Herausforderung. Das Team hat sich schon so schwach dargestellt. Ja, das war nichts. Also wie gesagt, da wünsche ich mir einfach mal ein Team, was mit einer guten Story eingebunden ist, was einen starken Chef präsentiert, wo es dann auch wirklich da mal zur Sache geht und nicht immer dieses, oh, yo, wir sind so böse und wir klauen ein Pokémon, yo. Ist kacke. So, eine gute Story, das ist Punkt 2 oder Platz 2. Ja, man muss einfach sagen, ohne eine gute Story würde ich das ganze Spiel schon wieder relativ weit runterwerten. Weil man hat ja jetzt schon gesehen, es soll so von der Zeit her, es ist nicht direkt Mittelalter, eher so die Industrialisierung, also sprich, wo es Richtung Maschinen, Gleisbau, also sprich auch mit Züge und so geht. Und viele sind ja damals in der Industrialisierung dagegen gewesen, also sprich gegen Dampfmaschinen und gegen andere Sachen. Da könnte man natürlich von storytechnisch viel machen. Das wäre natürlich mega geil. Und das Ganze müsste man natürlich auch irgendwie verpacken. Früher gab es zum Beispiel die Pokéball-Fabrik in X und Y.
sowas in der Art könnte man mit reinbauen und ja, dass halt irgendwie sich das Volk selber so spaltet und dadurch auch dieses Team entsteht und dadurch Mitglieder gewinnt. Sprich, CDU wird abgewählt, AfD kriegt mehr Mitglieder und in dem Fall kann man das machen, nur nicht mit Politik. So, und das Wichtigste, unser größter Wunsch für die neuen Spiele, ist eine einstellbare Schwierigkeit. Soll so viel heißen wie leicht, normal, schwer. Sprich, für welche, die gerade wirklich einsteigen, die vielleicht nur Pokémon Let's Go gespielt haben und so gar keine Ahnung haben oder vielleicht einfach jünger sind und wollen einfach, die wollen einfach nur spielen und Spaß haben und gewinnen, die können es auf leicht stellen. Dann welche, die sich ja, vielleicht nicht die Pros sind und nicht so gut sind, die können es dann ja auf normal spielen, wie die Pokémon-Spiele so immer waren, also normal ein bisschen schwerer als die normalen Spiele. Und schwer wirklich für die, die sich mit den Typen auskennen, wo die Levelkurve dann bei den Gegnern angehoben ist, wo es generell so ein bisschen schwieriger wird, vielleicht auch, außer bei den Legendären, die Fangrate vielleicht auch so ein bisschen verstellt ist, dass man automatisch ein paar Prozent das hochgestellt hat. Also generell so ein paar Sachen und vielleicht weniger Geld kriegt, wenn man gegen Trainern so gewinnt, dass man weniger Items hat. Da muss man nicht sich selber wieder irgendwelche Regeln ausdenken, dass man nur ein Pokémon pro Route fangen kann. Die gestorben sind, die kann man nicht mal einsetzen. Das wird ja oft gemacht, damit man selber sich eine Herausforderung stellt. Und generell, dass Leute, wenn man das jetzt auf YouTube hochlädt als Let's Play, dass es sich überhaupt einer anguckt, dass es irgendwie eine Spannung drin ist, also die man selber erzeugen muss. Und von daher wäre es halt ganz cool, wenn der Schwierigkeitsgrad einstellbar wäre. Von mir aus kann er gerne hoch sein, aber wie gesagt, für andere, damit auch alle Spaß kriegen, dass er einstellbar ist. Ja, das wäre es auch schon. Mich würde eure Meinung noch interessieren. Schreibt sie bitte in die Kommentare. Was sagt ihr zu unseren 5 Dingen? Und ja, was sind eure Meinungen? Was würdet ihr gerne sehen? Worauf hättet ihr Bock? Was ist so euer neuer Wunsch? Wollt ihr vielleicht neue Evoli-Entwicklung haben oder irgendwas anderes noch? Das hatten wir bei uns auch aufgeführt. Haben wir aber, es hat nicht unter unseren besten 5 Wünschen gestanden. Es wäre ganz cool, aber es muss nicht unbedingt sein. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bald kommen wieder Gewinnspiele. Da könnt ihr Pokémon Schwert und Pokémon Schild als Edition gewinnen. Und seid auf jeden Fall wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.